Adi, Schatz! Adi, Schatz! Alles Gute! Alles Gute! Ja! Was machst du da? Adi! Los, Adi, los! In die Kamera, in die Kamera! Uah! Hu, hu, hu! Hu! Verdammt! So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rabs ist der Dicke, beziehungsweise wir haben eine neue Folge Pokémon Go. Und guckt euch das mal an. Wer gestern... Was ist das denn? Hat wieder jemand zum Raid eingeladen, oder? Und es ist... Birnbaumkern, aber leider nur für ein... Makabaya. Wäre das jetzt ein Darkrai gewesen, hätten wir das direkt gleich noch mitgenommen. Euch ist sicherlich aufgefallen, der Ramses hat gar keinen Bart mehr, ja? Das hat so gejuckt gestern hier. Da ist schon wieder hier, aua, aua. Deswegen habe ich das hier jetzt abgemacht. Die Oberlippe ist frei. Die Seite ist frei. Das ist frei. Guck mal, wenn das auch noch weg ist, wie jung und süß wir wieder aussehen, ja? Habt ihr auch einen Bart? Schreibt es mal in die Kommentare. Oder wann habt ihr euch das letzte Mal rasiert? Das muss bleiben, sonst darf ich nicht mehr... Apfelschorle kaufen im Rewe. Dann müsste ich jedes Mal den Ausweis zeigen. Jetzt aber was ganz Besonderes. Ihr seht, das Schlafanzug-Oberteil ist auch gewechselt, denn wir sind in Woche 2 der Quarantäne angekommen. In der ersten Woche hatte ich ja immer mein pinkes Oberteil an. Das hat viele sehr getriggert. Das fanden die immer richtig abstoßend. Ich bin trotzdem in letzter Zeit... Ich ziehe immer so Oberteile an, die sind nämlich total schön dünn und locker, aber haben gleichzeitig lange Ärmel, wie Sweatshirts, ja, Sweatshirts. Und ich brauche immer lange Ärmel. Ich lasse immer meine Arme draußen, lege die über den Kopf und dann friere ich sonst halb tot. Und so friere ich nicht halb tot, weil ich habe lange Ärmel. Und dann gibt es halt einfach so Schlafanzug-Oberteile, die sind richtig nice. Das hier gefällt mir besonders gut, aber auch das Pinke gefällt mir. Deswegen möchte ich euch die mal zeigen oder wollt ihr euch die nicht vorenthalten. Wir wollen heute was machen, was wir die ganze Zeit noch nicht gemacht haben. Und zwar mal den Megadex auf Vordermann bringen. Eben war hier nämlich noch ein Mega-Absol-Raid und er wird mir immer noch als Schatten angezeigt. Er wird als Schatten angezeigt, weil ich den noch nicht im Megadex registriert habe. Das kann ich euch auch zeigen. Wenn wir mal hier auf den Pokédex gehen und gehen auf den Megadex, haben wir jetzt 15 gefangene Mega-Pokémon bzw. 16 gesehene. Und ihr wisst, wie ich das mache. Ich versuche immer von jedem natürlich ein männliches zu entwickeln, ein weibliches zu entwickeln, ein Shiny zu entwickeln. Komischerweise müsst ihr nicht mal ein Shiny entwickeln. Das Shiny steht schon automatisch dabei, wenn ihr wahrscheinlich die normale Entwicklung habt. Mega Bisaflor haben wir auf jeden Fall. Männlich, weiblich, shiny, alles da. Wir sehen auch mal die... Mit der Statistik kann ich eh nichts anfangen. Wir sehen auch mal hier die Übersicht so. 41 gesehen, 27 gefangen. Mega Glurak X, auch alles da. Männlich, weiblich, shiny. Mega Glurak Y, alles da. Mega Turtok, alles da. Mega Bibor, 122 gesehen und 122 gefangen. Den entwickle ich aus Spaß einfach mal so zwischendurch, um die Medaille zu pushen. Mega Taubos, ja, haben wir hier. Dann haben wir Mega Lamus. Wie gesagt, ihr könnt euch natürlich auch immer die Shiny-Formen direkt angucken. Mega Gengar, der einfach im genialsten mit aussieht. Mega Garados. Haben wir am Start. Wir haben Mega Ampharos am Start. Wir haben Mega Hundemon am Start. Wir haben Mega Voltenso am Start, der jetzt auch bald wieder kommt. Nach Darkrai kommen dann Voltenso wieder in die Mega Raids. Mega Altaria am Start. Mega Absol noch nicht. Mega Schlappohr am Start. Mega Rexblizzer am Start. Was ist eure Lieblings-Mega-Entwicklung? Schreibt's mal jetzt in die Kommentare. Und ich möchte jetzt ganz speziell hier auf Absol gehen. Da habe ich ein 100%iges mit 1660. Ich habe genügend XL-Bonbons, dass wir das auch direkt maxen können, obwohl heute nicht Max Out Monday ist, beziehungsweise nehme ich die Folge gerade am Montag auf, aber ihr seht die dann am Dienstag.
Das ist ein 100er. Jetzt möchte ich ja nicht ein 100er und ein Shiny und ein männlich und ein weiblich. Da müsste ich ja viermal eine Mega-Entwicklung machen. Ich habe aber nur 440 Energie. 200 braucht man zum Entwickeln, ja? Und weil ich nicht 800 ausgeben will, sondern nur 400, nehme ich natürlich ein weibliches 100er und muss nur gucken, ob ich ein männliches Shiny habe. Das ist ein weibliches Shiny. Entwickelt das also nicht. Das ist auch ein weibliches Shiny. Entwickelt das also nicht. Das ist ein männliches Shiny. Das würde funktionieren. Wenn ich das als Shiny entwickle, gleichzeitig männlich ausgefüllt habe und dann das weibliche 100er. Was ist das hier? Das hat nämlich die höchsten. Das ist auch ein weibliches. Das heißt, ich habe Glück, dass ich drei weibliche habe, aber trotzdem auch ein männliches Shiny Absol, was wir jetzt hier einmal mega entwickeln werden. Für 200 Energie, einfach nur damit das ausgefüllt ist. Sieht jetzt nicht so heftig aus, kommt auch nur auf 2200 WP. Trotzdem wird es einmal entwickelt, hat halt eine rote Visage dran, schöne rote Fresse, ne? War wieder zu lange im Eisbad. Wie findet ihr Mega Absol? Sieht das stark aus? Das sieht ein bisschen winzig aus. Also es ist eigentlich genau das gleiche wie davor. Du hast halt dann plötzlich zwei Flügel bekommen. Andere, die werden halt riesengroß und mächtig. Absol sieht halt einfach so aus, wie es aussieht, ja? Wir können das auch mal drehen. Wir können ja auch mal draufdrücken, wie es seine Schmalzlocke durch die Gegend zwirbelt. 2203 ist aber einfach mal gar nichts. Deswegen werden wir das jetzt hier nehmen. Werden das pushen. Das hat so schon jetzt 2856. Wenn wir das auf Level 50 pushen. Und jetzt können wir es noch mega entwickeln, ja? Es hat jetzt schon mehr als die Mega-Entwicklung eben. Deswegen habe ich noch 240 Mega-Energie übrig. Und wenn wir es jetzt mega entwickeln, kommen wir genau auf 3732. Und das ist noch nicht mal Best Buddy. Damit muss ich natürlich noch laufen, mit dem muss ich noch interagieren. Dass er dann auch zum Best Buddy wird, das ist ja auch mein Ziel. Jede Mega-Entwicklung als Level 50 hundertprozentig Best Buddy zu haben und natürlich alles männlich-weiblich eingetragen. 3732 mit Psycho-Klinge und Finster-Aura. Ich glaube, da werden wir direkt aber hier nochmal wechseln, dass wir wenigstens zwei Unlicht-Moves haben. Davon könnten wir jetzt einen Screenshot machen und könnten das irgendwie hochladen, dann mal nach dem Dienstag, wenn ich das Video schon online habe, Werbung machen bei Instagram oder irgendwelche Faxen. Habt ihr auch schon ein Mega Absol entwickelt? Wir haben ja gleich am Freitag, als Mega Absol rauskam, Mega Absol Raids für Zuschauer gemacht. Da waren etliche da, haben da mitgemacht, haben sich dann bedankt, dass sie ihre Mega Energie im Stream direkt zusammenbekommen haben. Manche haben das natürlich nicht mitbekommen. Ich würde vielleicht diesen Donnerstag nochmal schauen, dass wir nochmal Mega Absol Raids machen können. Für die Leute, die noch gar keinen Sitz haben, oder die Leute, die noch das Shiny suchen, oder die Leute, die noch XL Bonbon suchen oder eben noch Mega Energie. Habt ihr schon ein Mega Absol entwickelt? Was haltet ihr von dieser neuen Mega Entwicklung? Sieht die gut aus? Macht die Spaß? Ist die nützlich? Setzt ihr die ein? Werdet ihr die zum Kämpfen nutzen? Ist er eigentlich ein richtig heftiger Unlichtangreifer? Aber ja, 3,7 wirkt halt jetzt nicht mehr so brutal. Wenn man sieht, Mega Gengar mit über 5000, dann. Aber es ist wieder anderer Typ, ist anderes Pokémon, macht andere Faxen. Mann, ich sehe aus. Ich glaube, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.